So, hallo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Let's Battle Minecraft in Twilight Forest Mod mit dem Lovely Potato, dem Edith Red und dem Zottel. Ja, wir haben ein kleines Kind mit dabei und wir machen jetzt eine Allianz. Alles klar, hallo. Edith Red, sag mal, wie alt du bist. Ich bin 13. 12. Ach, 13? Meintest du nicht letztes Mal, du bist 14? Ja, in einem Monat. Damit wurde ich das Minecraft-Klischee eingeworfen. Damit wurde das Minecraft-Klischee mal wieder erfüllt. Ja. Okay. Du hast auch Eisen, was gebrannt werden muss, Marcel. Eisen habe ich nicht. Gegner! Was? Nein, Spaß. So. Also dann, Aqua Infinity, Alter, oh Gott. Aber Marcel, wir haben ein Problem, wir müssen doch erstmal zu unserer Base und die Waffenbox mitnehmen, bevor wir zu denen gehen. Das Problem ist, nimmt alles Base mit. Und unsere Base. Nein, wir haben die Koordinaten nicht mehr. Was? Erklären, was wir besprochen hatten. Also wir machen jetzt eine Allianz, Punkt. Das ist nach den Regeln nicht verboten. Alles klar. Ja, das heißt, in den Regeln wir haben gesagt, also unser Team hat gesagt, wir geben Domson und Lovely Potato unser Schwarzpulver, weil die damit mehr anfangen können als wir. Nee, wir machen es so, wir treffen uns, ihr gebt uns, wir teilen das komplett auf, wir bringen unsere Waffenbox mit, dann könnt ihr euch Waffen, also wir geben euch sogar eine Panzerschreck und eine MP44 mit noch 7 Schuss. Oder die mit 9, je nachdem, welche ich zuerst leer geschossen habe. Leute, jetzt wird richtig gebumst. Wir treffen uns und bumm sind die fertig, das muss mal hier wieder Action und Spannung reinkommen in das Battle. Vor allem, wenn die in den Regeln keine Allianzen verbieten. Nein, sie haben gesagt, grundsätzlich ist es nicht verboten. Ja, in den Regeln steht Allianzen nicht erwünscht. Es steht nicht erwünscht, aber nicht verboten. Erwünscht. Alles klar. Zolle, kommst du langsam zurück? Oder? Marcel? Ja, oder stirbst du wieder durch den Kobold? Okay, nicht ich gewesen, ne? Marcel, dann soll ich kurz in die Folge reinschauen. Dominic, where the fuck is my coal? Everything is weg. Das hab ich alles geschneckt. Geschneckt. Alter. Ja, moin. Danke. Welche Base waren das? Oh fuck, wo haben wir die denn gemacht? Das war die, bevor wir losgegangen sind. Sag mal, YouTube keine uns jetzt einfache Möglichkeit, so ein Video managen. Kannst du mir Essen geben? Ich will auch unbedingt. Ich suche nochmal ein paar Creeper, ne? Marcel, hast du was zum Schreiben? Ob ich was zum Schreiben habe? Ich kann den Waypoint direkt aufschreiben. Warte. Wo haben wir eigentlich Waypoints, Overbase. Ja, jetzt mal rein. Hast du ein Diaschwert? Minus 192 nein. Plus 550. Schlechter, mach dir mal bitte ein Diaschwert. Ja, ich geb mir das. Oder okay. Minus 192 plus 550, cool. Okay? Ja. Gut. Attacke. Ich hab den, so, dann, hab den Waypoint. Ich baue den Ofen noch ab und dann gehen wir los. Und wir müssen echt aufpassen, weil die laufen draußen halt noch rum. Ja, ja. Die laufen nur Patrouille. Ja. Das wird richtig gefährlich, Marcel. Das ist so krass, die sind einfach schon wieder so übelst zick. Die haben schon wieder Nager getötet, Alter. Ja, Junge, die haben ja einfach 30... Philipp stirbt, kommt wieder töten, Nager. Leute, ihr müsst halt wissen, die haben voll viele Kisten, wo die ihren Stuff drin haben. Das ist das Ding. Habt ihr Rüstung oder so? Wir haben sogar da das Eisen immer gehabt, ganz schnell mit. Wir machen jetzt nachher Diadissen. Also wir haben... vorbeilaufen sehen. Ihr macht echt jetzt... Ja, bei uns, an unserer Base, an der Schlucht. An oder sollen wir uns einfach einen Tunnel bauen zu euch oder so? Das ist, glaube ich, sicherer. 23 Diaspitzhacken kaputt, GG. Ja, Mann, keine Ahnung. Kannst du mir jetzt essen geben oder ich mach alles im Braten? Also. Okay, Marcel, dann lass mal hoch hier. Ja, ich hab gerade nur noch das Gunpowder weggeschmissen. Alles klar, super. Ja, perfekt. Ich glaube, hier müssen wir hoch. Ja, irgendwie so. Ja, ich hab eins. Verzauber hier, bitte dann. Hier. Okay. Also erstmal zu unserer Base, dann zu deren Base. Ja, wir müssen ja die Waffenbox mitnehmen. Ja. Weil sonst verbraten wir wieder viel zu viel Eisen. Ah ja, der Inkstack wäre ja natürlich, den brauchen wir auch. Oh, ich hab. Oh mein Gott. Nee, die Waffenbox haben wir doch, die Deutschen. Ja, aber sonst bräuchten wir ja wieder einen Inkstack. Genau. Warte mal ganz kurz. Erst noch. Komm, wir bauen es einfach hoch und fertig, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ist Essen bei euch auch so ein großes Problem? Jo. Ist ja, so. Schon. Vor allem, weil ich mich nicht nach draußen traue. Ja, aber ihr sterbt doch immer an Kobolden, Alter. Züchtet doch Pilze oder so. Habt ihr eigentlich ein Bett in eurer Base? Nee. Habt ihr eine Base in eurem Bett? Vielleicht. Ah, was denn, ey. Vielleicht. Hast du eigentlich eine Schaufel? Hast du die Schaufel noch? Komm, nein, die war fast kaputt. Ach, Junge, willst du mich verarschen? Ich die Schaufel nicht. Ich hab eine Schaufel. Ja. Oh, du bist so ein Hurensohn. Egal. Das sind sie. Rein. Verarscht. Was? Willst du mich verarschen? Ja. Junge, ich hab gerade echt einen Abschieber gesehen. Okay, halt die Fresse, Alter. Ich hab gerade echt wen gesehen. Das ist doch echt gesehen. Okay, dann führ mich mal zu unserer Base. Also unsere Base ist... Oh, wir müssen einmal quer rüber, Alter. Egal, die laufen immer nur am Rand rum, also alles gut.
Aber ja, Alter, ich schwöre, ich dachte echt gerade, ich hab die gesehen. Also mach mir 4 Hälfte Witze darüber. Macht einfach keinen Vorhang. Das ist noch die Ausrüstung. Ja, also Plusbonze einfach. So, jetzt mal kurz rechnen, wie man das am besten. Nein, macht, ihr braucht keine Dia-Rüstung machen. Ihr könnt, habt ihr dieses Liprut? Das sind diese grünen Holzbalken. Die könnt meinst ihr du mit. Liprut? Oder was? Liprut, ja, ja. Ja, ja. Oder ja, Liprut. Das könnt ihr mit, das könnt ihr mit Goldnuggets und Eisen dann zu, hier Barren verarbeiten. Und die Barren könnt ihr dann einschmelzen. Das könnt ihr dann zu Barren einschmelzen. Das ist noch irgendwas anderes. Und dann könnt ihr euch daraus Rüstung machen. Die hat direkt eine Verzauberung und ist besser als Eisenrüstung. Und günstiger als die. Bisschen haben wir davon schon, aber wir haben noch nicht so viel. Wir sind jetzt gerade bei dem ersten. Ich nehme gerade die Hirsche ja auch noch mit, okay? Ja, alles. Wir haben 16 Diamanten, aber kein. Wir haben, glaube ich, auch noch 7 oder so über. Ja, aber nicht dieses lebende Holz da. Ja, das Life Root, da habe ich. Ich habe noch 2 Sachen und ein paar. 5 Ingots, also kriegen wir alles hin. So, Marcel, wo müssen wir hin? Okay. Dominik, wo bist du? Da bist du, okay. Wir müssen einfach müssen straight in die Richtung. Geh einfach in die Richtung. Okay. Nein, wir gehen noch nicht zu euch, wir gehen erstmal unsere Sachen holen. Ja, ich. Oh, Scheiße, Dominik, hier ist das Nager-Ding. Ja, ja, egal, schnell weiter. Straight durch. Die sind schon längst wieder woanders. Ja, aber. Alter, da liegt sogar noch Stuff, glaube ich. Warte mal, die haben sich unten. Warte, was ist das hier? Nee, das ist ein Bunny. Das ist ein. Egal, jetzt schnell zu unserer Base, ey. Wir müssen uns echt beeilen. Die könnten uns jeden Moment finden, Junge. Mir geht's nur darum, dass wir. Hey, warte, die waren hier. Guck, dreh dich mal um. Gut, Die waren auch da. Die haben ja 2 Nager. Ja, ja. Aber der Nager ist hier wieder drin. Ich glaube, es gibt. Oder es gibt 3 Nager. Aber hier war auf jeden Fall jemand. Spawnen. Hier hat sich jemand mit Holz überall immer hochgebaut. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, er ist gestorben und hat direkt irgendwie so 10 Minuten. Nicht mal 10 Minuten später. 5 Minuten später hat er den Nager wieder getötet. Das heißt, das muss ja nicht weit von deren Base weg sein. Ja, ist uns das. Und das heißt auch, dass sie noch recht viel Rüstung und den ganzen Stuff haben. Das gleich ja, das ist ja logisch. So oft. Ja, guck schon. Guck mal, die ganzen Bäume, die hier halb abgehackt sind, Alter. Wir sind ja, was ganz Großem auf der Spur, Dominik. Ey, ich hab die. Halt erstmal zu unserer Base. Ja, ich lauf doch hin. Okay, schneller. ihr habt die doch erst vor ein paar Minuten, das ist halt letzte Folge. Habt ihr die ja gesehen? Nein, vorletzte Folge. Ja, den einen haben wir eben noch verfolgt. Oder? Der andere hat uns beobachtet, wie wir seinen Kollegen gelootet haben. Das Problem ist nur. Was haben die denn alles so? Erzählt mal was. Die haben richtig guten Stuff. Also die haben sind Sniper, halt Full die tun weh. Praktisch. Die haben richtig krasse Sniper. Echt gefährlich. Full Dia sind Panzerschreck nee. Hatten die auch. Aber die gehen auch auf die deutsche MP44 und so. Ne? Okay. Aber die ist halt laut Statistik am besten. Und die Panzerschreck, die musst du dir echt aufbewahren, wenn er direkt vor dir steht. Weil nur wenn du den direkt triffst, mitten in seinen Body, dann macht die was. Weil ansonsten. Ja, Mann. Ja, ich glaube, das Gesicht ist schon wieder zu hoch. Die musst du sicher auch. Was gegen die Waffen? Hier ist wieder hier ist der Turm wieder ganz wenig. Ja, bestimmt den Twilight Forest Mod studiert, Alter. Ich weiß es nicht. Ja, es ist halt wirklich so, sie sagen das so. Haben die bestimmt alle sagen so, ja, wir können es ja, wir hatten auf. Auch nicht viel Ahnung. Ich wette, die haben die ganze Zeit. Ich weiß ja, das habe ich, hab ich vorher extra so gefragt, weil wir keinen Bock haben. Und so PvP-Pros. Die haben halt wirklich so überhaupt keine Ahnung. Und genau, ist das, das ist das gleich das nächste. Sie haben ganz am Anfang gesagt, nö, wir können kein PvP. Ach, alles gut, Leute. Es war ja auch teilweise auch Glück nur. Die haben uns halt beim ersten Mal sind wir zum Beispiel richtig ungünstig gesehen und dann waren wir gerade irgendwie auf dem Weg von A nach B, haben da gar nicht mehr gerettet. Aber die waren schon besser equipped. Oder bei uns haben sie mit einem halben Herz überlebt. Ja, unser erster Tod war ja auch nur, weil Edited halt gebackt hat wie so ein Fisch. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber ich bin der Letzte, der sich über sowas aufregt, Mann. Also alles gut. Hier ist es, Dominik. Und ein Enderman. So, warte, du sollst auf die Füße gucken, ne? Ja, gar nicht drauf gucken. Einfach so auf den Boden. Ja, Enderperle. Siehst du, und schon hat ein Ender. Dann ist es deine. Bitteschön. Danke. So, und der Eingang, der war, glaube ich, auf der anderen Seite. Nee, der war hier. Wir haben das doch zugebaut, Junge. Willst du mich verarschen? Wir haben es doch komplett zugebaut. Komm doch einfach her und halt ein verficktes Maul, Junge! Ja, ich komm doch her, halt die Fresse, Junge. So, hier sind wir. Das ist doch gar nicht die richtige. Oder die Koordinaten hast du mir hier gerade genannt. Echt? Hier ist der Waypoint. Ups. Warte mal, bin ich besoffen? Oh mein Gott. Mit welchem Team machen wir in der Allianz? Wir waren doch irgendwo. Oder hier unten. Nein, das waren doch draußen, dann haben wir uns irgendwie so. Hab ich das doch mit Erde zugebaut? Nein, wir waren in der Höhle. So. Ja, wir waren in der Höhle und sind dann in den Nebengang gegangen. Genau, und dann habe ich das da oben mit dort zugebaut. Soll ich nochmal genau gucken, nach den genauen Koordinaten? Ja, ich sehe auch meinen Waypoint nicht mehr, um ehrlich zu sein. Weil unter uns ist der, aber da bei die Höhle. Jetzt sind wir, glaube ich, eher die Horde als die Allianz. Oder hast du X und Z vertauscht? Nee, hast du nicht. So, Edith, jetzt hast du noch Pfeile irgendwie. Ist das ein Creeper? Mein Kanal, Videos. Das ist so dumm. Früher gab es diesen Button Videomanager und da konntest du direkt zum Videomanager. Das war so gut. Und jetzt ist es nicht mehr so. War noch vor 5 Jahren, aber es kotzt mich echt an, dass es weg ist. Vor 5 Jahren war ich 8. Vor 5 Jahren war ich 8.
Oder war das doch die Folge 22 dann? Ne, da waren wir schon draußen in der Folge 22. Oh! Ne, da haben wir das gebaut. Okay, jetzt gebe ich die richtigen Koordinaten. I hate you, bitch! Die richtigen Koordinaten sind minus 220 plus 540. Warte kurz. Lasst euch Zeit, ne? Minus 240. Minus 220. Dann ist es in diese Richtung. Minus ja, wir sind 540. Fast da. Plus 540. Oh, oh. Plus 540. Okay. Minus 220 plus 540. Ach, die Folge geht auch nicht mehr lange, also... Ja, egal. Die Allianz geht über mehrere Folgen, Bitches. Eben. Ja, schon. So, Marcel, wo ist der Waypoint? Hier, komm mit. Folge mir. Hä, warum läufst du in die Richtung? Essen, weil hier der Waypoint ist. Oh, scheiße. Ja, das ist, glaube ich, ganz günstig, oder? Aber sterbt nicht und lasst euer Gunpowder in der Kiste, bitte. Damit wir es noch looten können, falls ihr sterben solltet und raus seid. Also genau hier ist der Waypoint. Ja, hier. 7 Stück sind das jetzt. Hab's gefunden. Also, das ist unsere Base. Und hier, geh mal weg. Hier ist die Kiste. So, dann, wow, was wir da noch alles haben, Alter. Enchanter, braucht ihr einen Enchanter? Nee, wir haben schon einen. Und dann nehme ich das, Alter, wir haben so viel Eisen. Wenn ihr so viel Schwarzpulver habt, dann Wir haben nicht so viel Schwarzpulver, wir haben jetzt 7 Stück. Wie, ich dachte, ihr habt 11. Ja, ich glaube, die haben uns noch was geklaut. Ich weiß es nicht, ob sie unsere Base entdeckt haben. Warte, eine Frage. Ist eure Base... Wir haben 7 Stück Safecore jetzt. Ist eure Base auf dem Berg? Keine Allianz, ne. Nein. nicht auf dem Berg, auf dem Baum gewesen, eure erste. Ja. Ja, das hat sie da immer beantwortet. Dann haben wir die gelootet, Ich weiß nicht, ob ich die noch wegschmeißen kann. Alles ist wichtig. Ich hab noch eine Thompson mitgenommen für euch. Oder habt ihr Waffen? Also, nee, lass die Thompson hier, wir haben eh keine amerikanische Waffenbox. Ich hab noch eine MP4 für die. Ich hab die American Weapon Box im Inventar. Ja, nehmt wirklich alles mit, was irgendwie nützlich sein kann. Mein Inventar ist dann so voll. Und wenn wir dann gelootet werden von denen, haben wir echt ein Problem. Ja, aber dann sind wir eh weg. Ja, das ist nicht so. Okay, dann. Nur, ey, Marcel, stopp, komm wieder rein, rein. Halt, stopp, mach den. Stopp, mach den Deckel zu. Im Ernst jetzt. Bau doch jetzt die Waffenbox auf, du hast 2 Gunpowder und mach uns bitte noch einmal volle MP44 Munition. Bitte, danke. Mach für dich eins, mach für mich eins. Wir müssen natürlich auf sicher spielen. Okay, hab 2-mal gemacht. Einmal für dich. Danke. Du hast noch eine Waffe, oder? Hast du keine MP44 mehr? Doch, hast du. Also, nee, Quatsch, ich bleib noch so da. Was habt ihr denn jetzt, was ihr entfernen würdet? So? Lass uns das gleich lernen, wenn wir da sind. Und so, ganz viel Eisen. Also, es ist die Frage, schaffen wir das in der Folge noch? In die Box, das schaffen wir nicht mal, wir sollten uns echt schon auf den Weg machen. Ja, die Folge ist mir gleich vorbei. Ich will nur noch das Eisen. Nimm mal die Thompson bitte mit. Ich hab echt keinen Platz. Ich hab ja noch die Naga-Skates. Kann man damit irgendwas Gutes machen? Ja, eine Hose, hab ich dir eben schon gesagt. Du hast mir auch nichts zu, ne? Habt ihr Dierschwerter? Sonst können wir euch noch eins machen. Ja, haben wir Dierschwerter. Ich hab auch eine komplette Iron Wall. Die hat Protection 3, Digga. Wie krass ist das denn? Was los, Digga, Arme? Wie wir gucken, wie wir laden. Willst du meine Ironwood Leggings? Ne, du hast selber eine, ne? Dann haben wir für euch eine Ironwood Leggings oder so. Ich hab für euch eine Leggings. Lauf geht's! Das schaffen wir nicht, Dominik. Das ist auf der anderen Seite der Map, Alter. Ja, wir fangen schon mal an. Wir fangen an, quer drüber zu laufen. Straight Richtung Blau. Ja. So eben die Aufnahmen geht's hier. Und immer aufpassen, dass die nicht plötzlich kommen oder so. Ja, wir machen das einfach. Leute, jetzt mal ganz kurz eine kleine Sache. Es ist eine dumme Idee zu sagen, die Folge ist gleich zu Ende, weil dann schalten die Zuschauer schon ab, weil sie denken, es passiert eh nichts mehr Spannendes. Die Folge ist noch nicht zu Ende. Es kann immer was Spannendes passieren. Leute, das ist wirklich, das dürft ihr niemals machen. Das ist nicht gut. Weil dann geht die Watchtime in den Keller. Ja, ich bin jetzt am Anfang. Also wir reden nicht mehr über Folgenlängen. Wir sagen nicht mehr, oh, gleich ist die Folge zu Ende. Wir sagen, wenn sie zu Ende ist und fertig ist. Die Watchtime hat mich noch nie interessiert, Alter. Ja, aber trotzdem, das ist doch sowieso dumm. Wenn wir jetzt sagen, wir haben nur noch 5 Minuten, wir stehen jetzt rum und machen gar nichts, dann lohnt sich das nicht. Das ist dumm. Wir können genauso gut, selbst wenn es nur 5 Sekunden sind, können wir schon 5 Sekunden mehr in die Richtung laufen und produktiv sein. Kapische? Hashtag Dom der Ich werd Motivationstrainer, ey. Du definitiv mal, nicht, Alter. Du fängst an, die Leute zu beleidigen. Guck mal, wie weit du schon bist. So, Marcel, wie weit ist der Vapor noch entfernt? Ey, Leute, ich hab eine Idee. Wir machen das zu viert, töten diesen Centurion, dann töten wir den Twilight Lich, dann den Naga und dann haben wir auch unsere Zombie-Armee und so. Ich weiß doch nicht, ob die wirklich was bringt. Sonst hätten die das doch schon längst gemacht, oder? Wenn die haben einfach so Angst vor dem Ding, weil die nichts können. Deswegen töten sie auch nur den Naga. Und nur uns, ne? So, ich glaube, wir sind gleich zweimal da. Zweimal. Okay. Ja, was sagt der Waypoint von der Entfernung her? Keine Ahnung. Ich sehe ihn noch nicht auf der Minimap. Da hinten. Seid ihr bei so einem Naga? Ja. Ja, okay, dann sind wir gleich da. Naga ist gleich neben. Ich schau, ob ich euch schon. Alter, das ist unser Cobblestone-Turm. Ja, ihr seid direkt bei unserer alten Base. Dass wir euch nie gesehen haben. Bei der Base dort im Baum drin, was ist die?
Ja, die ganze Rand der Karte. Ja, da waren wir auch schon. Da haben wir auch schon gefunden. Ja, aber eure Base war richtig witzig am Anfang eigentlich. Wo wir dachten so, oh geil, gefunden, lass mal warten. Aber hier kommt eh keiner mehr hin. Tschüss. Und da war so eine versteckte Kiste in den Blättern, ne? Die war einfach schade. Die hat Kuku und Philipp schon ausgenommen. Die schon. Ja, aber warum waren da wieder Blätter davor? Okay, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, Leute. Wir waren auf jeden Fall mega produktiv. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Ciao.